Ich will gar nicht sagen, dass all das nicht traumatisch war. Denn ganz offensichtlich war es das ja. Mitten im Nirgendwo, völlig abgeschnitten von den Leben, die wir hinter uns gelassen hatten. Das bringt uns doch zu der eigentlichen Frage, oder? Was ganz genau war an unserem Leben davor so unfassbar toll? Überall, wo ich hingehe, wollen die Leute, dass ich ihre Erwartungen erfülle. Wir hängen hier fest. Alles gut, sie werden uns ganz bestimmt finden. Mein Leben ist da draußen, eine Million Meilen weit weg. Es war traumatisch. Aber wissen Sie, als jugendliches Mädchen, das war die wirkliche Hölle. Seit 16 Tagen ist uns allen bewusst, dass wir draufgehen können. Und das Einzige, worüber ich verdammt nachdenke, ist Liebe. Haben wir nicht alle Angst davor, dass wir nicht geliebt werden? Sind wir hier im echten Bermuda-Dreieck? Es fühlte sich alles an der Insel wieder schrecklich an. Was für ein Mensch sieht eine Insel voller gestrandeter Mädchen und schickt keine Hilfe. Ihre Tochter kommt gerade von einem sehr dunklen Abgrund zurück. Also manchmal fühle ich mich schuldig, weil wir sie belogen haben. Das taten sie, um sie zu retten.